damit und Herren, herzlich willkommen hier zur Pressekonferenz aus der S-Oliver Arena nach dem zweiten Spiel zwischen DLK, dem Verhölfer und HCR Erlangen. Das Endergebnis 24 zu 25, da von heute 2728 Zuschauer. Zu meiner Rechten der Gästecoach Robert Andersson und zu meiner Linken Matthias Hochinger, Trainer der DLK Verhölfer. Vielleicht als erstes ein kurzes Fazit unseres Gästetrainers. Wie war das Spiel aus Ihrer Sicht? Ja, ich meine, das war ein gutes Spiel, ein wirres Spiel, viel Charakter, Emotionen gehört dazu. Ich finde auch von unserer Seite, von unserer Mannschaft, wir wollten ein paar Dinge zeigen heute, was wir innerhalb der Mannschaft gesprochen hatten. Das haben wir heute viel von gesehen. Körpersprache, Spaß und so weiter, das hat uns die letzten Spiele vielleicht ein bisschen gefehlt. Das war super heute. Unsere Abwehr über das gesamte Spiel fand ich auch sehr gut. War in der ersten Halbzeit, die ersten 20, 25 Minuten. Danach waren wir vorne ein paar Fehler. Dann ein bisschen eingespielt. Wir können ein bisschen, vielleicht sogar ein paar Tore mehr führen in der ersten Halbzeit, weil da finde ich, dann haben wir das Spiel im Griff. Zweite Halbzeit geht los, nicht so wie wir das wünschen. Wir weiterhin gute Abwehrarbeit, aber wir fangen an mit sehr schnellen Entscheidungen im Angriff. Wir machen ein Spiel zu und dann direkt danach wollen wir Entscheidungen treffen, machen dann halt Fehler, was wir nicht müssen und so weiter. Und dann stehen wir sehr, sehr lange in der zweiten Halbzeit in Abwehr. Weil die Gegner machen es gut, die machen lange Angriffe mit viel Druck. Desto trotz finde ich, wir haben das mit zwei, drei Toren immer in Führung, da kommt diese Überzahl, da verwerfen wir zweimal und irgendwann kommt wieder ein Spiel und dann wird es zum Schluss sehr, sehr eng. Und, aber trotzdem zufrieden mit dem Ding, wir holen zwei Punkte aus der Hörbespiel. Wir wissen auch, wir haben ein bisschen Druck in solche Spiele, weil andere Mannschaften können vielleicht ohne diesen Druck gegen uns spielen und spielen halt dann immer besser. Aber insgesamt sehr zufrieden mit 24 Tore reingekriegt auswärts, vorne könnten wir ein bisschen ein paar Tore mehr machen.